Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Hallo liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck. Wir treffen in diesem wunderschönen Stadion am Freitagabend auf den FC St. Pauli zum Stadtderby. Und darüber spreche ich heute mit Kapitän Sebastian Schonlau. Hallo Bascho, schön, dass du da bist. Moin. Bascho, wir stehen hier im Volkspark. Bei euch ist zwar gerade die erste Trainingseinheit zu Ende gegangen, aber dennoch, wie sehr schwebt das Spiel hier schon drin im Stadion und in euren Köpfen? Klar, ich meine, diese Woche steht voll im Zeichen des Derbys, gar keine Frage. Hat man auch heute schon auf dem Platz so ein bisschen gemerkt. Die Jungs sind heiß, wir hatten eine gute Trainingseinheit und wir freuen uns drauf. Nimm uns mal ein bisschen mit in dein Vorfreude-Level. Wie hoch ist das? Das steigt jetzt von Tag zu Tag wirklich, aber natürlich wissen wir, dass es irgendwo keine ganz normale Woche ist. Wir wissen, was dieses Spiel bedeutet. Ich bin jetzt auch ein paar Tage mittlerweile hier und habe gute und nicht so gute Derbys miterlebt. Aber gerade hier natürlich bei uns zu Hause, glaube ich, hatten wir ja sehr, sehr erfolgreiche Spiele und auch die Momente danach werde ich nicht so schnell vergessen. Bevor wir nach vorne schauen, würde ich gerne noch einmal mit dir zurückschauen auf die vergangene Woche und auf das vergangene Spiel. Wie bewertest du die Partie in Braunschweig auch zum einen als Reaktion und auch zum anderen auf das Ergebnis auf die vergangene Woche? Du sprichst die Reaktion an, genau die wollten wir natürlich zeigen und ich glaube, das ist uns mit dem Spiel auch definitiv gelungen. Wir haben direkt mit der ersten Szene, glaube ich, eine riesen Torchance und ja, am Ende gewinnst du 4-0, kannst vielleicht sogar noch das ein oder andere Tor mehr schießen. Natürlich hatte Braunschweig auch ein, zwei Aktionen, die haben wir aber gut überstanden und ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir ja bereit sind, dass wir wollen und das Spiel war einfach ein guter Auftakt für diese Woche. Ja, du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was zieht ihr euch auch aus dem Spiel heraus? Es war ja auch immerhin der höchste Saisonsieg, den wir eingefahren haben. Ich glaube, irgendwo die Einfachheit, die uns in diesem Spiel sicherlich gut getan hat, die Intensität, die wir auch am Freitag dann wieder brauchen werden. Ja, und dass wir dann einfach schnell vor die Kiste kommen, dass wir Ballgewinne haben. Und ich glaube, mit unseren Fans im Rücken kann das gut klappen. Was jetzt auch nach der Partie viele Außenstehende gesagt haben, die vielleicht gar nicht so den Blick hier rein haben, so ein bisschen nach dem Motto, warum erst dann oder warum nicht immer so, kann man das so leicht runterbrechen oder ist es so einfach gesagt oder wie kann man das zusammen sehen? Nein, ich glaube, ganz so einfach ist es dann eben nicht, weil ja, wenn es einfach wäre, dann hätten wir es sicherlich schon häufiger genau so gemacht. Die Liga ist verdammt eng und du hast keine leichten Spiele. Am Freitag oder am letzten Samstag ist, glaube ich, relativ viel, was heißt reingelaufen, aber wir haben es einfach sehr gut gemacht. Wir haben auch die Tore dann zum guten Zeitpunkt gemacht und wurden dann definitiv auch für den Aufwand, den wir in vielen Spielen haben, uns aber eben nicht immer belohnt, da wurden wir belohnt und deswegen haben wir das auch gerne mitgenommen. Mit welchem Mindset geht es jetzt in die letzten Spiele? Wir wollen gewinnen, wir brauchen Punkte, das ist uns völlig bewusst, aber es geht nicht um die letzten Spiele, es geht nicht darum, ob es 3 Spiele sind, sondern jetzt geht es am Freitag ums Derby, es geht um Pauli, da wollen wir natürlich einen Sieg einfahren. Ich glaube, es geht nicht darum, großartig Kampfansagen zu machen oder sonst was, aber wir freuen uns drauf und wir haben Bock und ja, wir wollen unseren Fans was zurückgeben. Du hast jetzt den Start in die Stadtderby-Woche schon angesprochen. Inwiefern ging jetzt auch nach dem Wochenende der Kopf wieder so ein bisschen höher, auch im Vergleich zur vorherigen Woche, wo du meintest, so ist ein bisschen schwer gerade alles. Wie geht er jetzt wieder nach oben? Klar, ist natürlich ein Unterschied, ob du am Wochenende gewinnst, wie du gewinnst. Und wenn du 4-0 gewinnst, dann hast du ein entspannteres Wochenende. Dann freust du dich einfach mehr. Ja, du kannst dich auch mehr vielleicht auf die positiven Sachen irgendwo konzentrieren. Nichtsdestotrotz, diese Woche steht ja so ein bisschen für sich und ich glaube, wer sich da hochfahren kann, egal ob nach Niederlage oder Sieg, der ist dann irgendwo fehl am Platz. Jetzt hast du es mir schon so ein bisschen vorweggenommen. Muss man sich überhaupt noch hochfahren für dieses Spiel? Nein. Ich glaube, es wird immer viel darüber geredet, über diese Spiele. Sie sind einfach etwas Besonderes und die Emotionen werden kommen und das bestimmt auch nicht erst am Freitag. Am Freitag sind sie dann definitiv auf dem Höhepunkt. Aber die Vorfreude ist jetzt schon da. Inwiefern spielt auch ein eigener Anspruch an die Partie am Freitag eine große Rolle bei euch? Ja, wir nehmen uns, glaube ich, immer eine ganze Menge vor. Wichtig ist, dass wir von Anfang an natürlich unsere Fans mitnehmen, ja, dass man merkt, wir spielen zu Hause, dass wir Pauli vielleicht gar nicht so ins Spiel kommen lassen. Ich glaube, keiner muss sich Gedanken machen, dass wir irgendwie uns hinten reinstellen oder auf Unentschieden spielen oder sonst was, sondern wir wissen schon, was wir machen wollen, wie wir es angehen wollen und das wird schon gut.
Wir haben die letzten beiden Heimspiele hier gegen St. Pauli gewonnen. Du hast sogar einmal getroffen. Fass uns mal zusammen, wie funktioniert Stadtderby im Volkspark als HSV? Es sind einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, eine ganze, ganze Menge Emotionen. Und natürlich musst du irgendwo die Konzentration so ein bisschen bündeln. Darfst dich nicht nur von den Emotionen leiten, aber musst und darfst sie nutzen. Und ich glaube, das ist uns gerade in den letzten zwei Heimspielen sehr, sehr gut gelungen. Immer wieder auch einen Rückschlag gehabt, aber ja, die Energie, die hier dann war im Stadion durch die Fans, einfach mitnehmen. Das Spiel ein Stück weit genießen, aber auch dafür sorgen, dass man es genießen kann. Und dann funktioniert es im Derby. Das 4:3 aus dem letzten Jahr hängt hier ja auch noch so ein bisschen drin. Ruft man sich solche Erlebnisse selber nochmal wieder hervor jetzt in dieser Woche? Ja, definitiv. Selbst wenn es unbewusst ist, ja, du denkst einfach so ein bisschen an die vergangenen Spiele. Wie war das? Das 4:3, glaube ich, haben noch ganz, ganz viele im Kopf. Das werden auch viele nicht so schnell vergessen, weil es irgendwo ein total schöner, toller Moment war. Das Spiel an sich hat natürlich von der Dramaturgie wirklich viel hergegeben, aber ja, die Momente danach, die Freude danach, das ist natürlich genau das, was wir am Freitag auch wieder haben wollen. Wenn wir jetzt auf Freitag schauen, gibt es zwangsläufig auch einige Tabellenkonstellationen und so weiter und so fort. Darf sowas eine Rolle spielen hier in unserer Partie? Nein, in meinen Augen nicht, weil unabhängig von der Tabellensituation ist die Derbywoche die Derbywoche oder das Derby ist das Derby. Und ja, da haben wir jetzt gerade schon eine Menge drüber gesprochen, was das für uns bedeutet. Da braucht eigentlich die Tabellensituation, spielt da weniger eine Rolle. Wir wollen das Spiel gewinnen. Jetzt dazu, ihr habt Austausch mit den Fans schon gehabt nach der Partie. Wie entscheidend wird auch das Zusammenspiel zwischen Fans und euch als Mannschaft? Klar, wir brauchen sie. Ja, und wir freuen uns aber auch auf die Unterstützung. Was hier in den letzten Derbys los war, das war unglaublich, wirklich. Und das wird für uns wieder eine tolle Erfahrung, eine schöne Geschichte. Ich glaube, wenn wir zum Warmmachen schon rauskommen aus dem Tunnel, spätestens dann zum Spiel, dann wird die Hütte brennen. Und da sind natürlich unsere Fans ganz, ganz entscheidend für. Und da bin ich mir aber sicher, dass sie das machen. Von daher Vollgas voraus. Lass uns zum Abschluss nochmal sportlich werden. Wie können wir St. Pauli wehtun und wie könnten wir sie schlagen? Sicherlich, indem wir ja, uns ihr Spiel angucken und auch gut auf sie vorbereiten und trotzdem bei unseren Dingen bleiben, die uns dann eben stark machen, ja, die uns auch jetzt unter Steffen stark machen. Defensiv stehen wir, glaube ich, wirklich kompakt, haben da eine gute Lösung für uns gefunden, sind sehr intensiv, was das Spiel gegen den Ball angeht. Und das wird auch jetzt wieder ein totaler Schlüssel sein. Und natürlich, wenn wir den Ball dann haben, brauchen wir irgendwo Ruhe. Gleichzeitig aber auch diese Zielstrebigkeit, die Konsequenz nach vorne, einfach bleiben und dann die Flanken vors Tor. Und wir schauen uns jetzt einmal alles Relevante rund um die Partie zum FC St. Pauli und natürlich auch zu unserem HSV an und daher Film ab. Das 111. Stadtderby steht vor der Tür. Im ausverkauften Volksparkstadion geht es am Freitag für den HSV und den FC St. Pauli um den Derbysieg. Bei Fans, Verein und Mannschaft steigt die Vorfreude auf eines der emotionalsten Spiele des Jahres. Also ich glaube immer, so ein Derby musst du immer nicht 100% geben, aber 120% geben. Und das steht vor allem. Und ich glaube, dass das Feuer in die Mannschaft ist schon auch da für die Derby. Und lassen die Macht kommen in das Volksparkstadion und so. Dass die Fans und die Mannschaft freuen auf das Spiel und dann ist das an uns und an die Fans auch, dass wir das Spiel auch gewinnen. Ja. Wir werden alles daran setzen, unsere Farben wirklich, wirklich hochzuhalten und allen zu zeigen, was es uns bedeutet, für den HSV zu spielen. Beide Teams wollen am Freitag natürlich einen Sieg einfahren. Gemessen an dem bisherigen Saisonverlauf mag für den ein oder anderen vielleicht der FC St. Pauli als Favorit ins Spiel gehen. Mit ihren Fans im Rücken wollen die Rothosen aber mit allem dagegenhalten. Ich freue mich auf das Spiel und zwar, weil ich das von klein auf an immer haben wollte. Ich habe Derbys gespielt, ich habe Derbys gemacht. Dieses Stadtderby ist für mich nicht nur was Besonderes, sondern das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, als ich den Job hier übernommen habe. Jetzt habe ich die Chance, dabei sein zu dürfen und dementsprechend gehen wir es auch an. Und das hat auch nichts mit der Tabellenkonstellation zu tun, sondern uns geht es einfach darum, hier ein geiles Spiel zu machen. Und wenn wir mal ehrlich sind und mal alles außen vor lassen, das kann für Hamburg, das kann für den Hamburger Fußball aus meiner Sicht ein Riesenabend werden. Dazu sind zwei sehr, sehr gute Mannschaften auf dem Platz. Mit das geilste Stadion, was du haben kannst. Die Stimmung wird heiß, wird geil. Also was willst du mehr als 18:30 hier zu sein und Vollgas zu geben?
St. Pauli kommt zwar als Tabellenführer ins Volksparkstadion, hat an die letzten Duelle beim HSV aber wenig gute Erinnerungen. Die vergangenen zwei Derbys im Volkspark entschied der HSV für sich. Besonders der 4:3-Sieg im vergangenen Jahr dürfte vielen HSVern noch in guter Erinnerung geblieben sein. Fabian Hürzeler war auch damals schon Trainer beim FC St. Pauli, wartet nach wie vor aber auf seinen ersten Derby-Sieg als Cheftrainer. Das will er am Freitag mit seinem Team ändern und reist aller Voraussicht nach mit voller Kapelle ins Volksparkstadion. Auch die zuletzt angeschlagenen Lars Ritzka und Erik Smith sollen mit dabei sein. Die Verletzten-Situation beim HSV sieht etwas anders aus. Steffen Baumgart muss erneut auf seinen Topscorer Laszlo Benisch verzichten, der unter der Woche wieder individuell am Ball trainierte. Das Spiel am Freitag kommt für ihn aber zu früh. Ansonsten werden aller Voraussicht nach alle Mann mit an Bord sein und gemeinsam 120% für den Derby-Sieg geben. Neben dem Stadtderby finden auch in dieser Woche noch weitere Spiele in der zweiten Liga statt. Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FC Nürnberg. Am Sonnabend trifft Greuther Fürth auf Eintracht Braunschweig. Der Karlsruher SC reist zu Hansa Rostock. Und der VfL Osnabrück trifft auf den FC Schalke 04. Im Topspiel spielt dann der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg. Am Sonntag trifft Hannover 96 auf Paderborn. Hertha BSC reist nach Elversberg. Und Wien Wiesbaden empfängt Holstein Kiel. Damit sind wir am Ende angekommen und es gibt heute keine Crunchtime hier mit Basho, denn die findet am Freitag hinter uns auf dem Rasen statt. Aber wir haben noch ein Gewinnspiel und da kommt der Preis direkt mal reingeflogen. Ein von der gesamten Mannschaft signiertes HSV-Trikot. Was müsst ihr dafür tun? Unseren Kanal abonnieren, Daumen nach oben und eine Quizfrage beantworten. Und zwar: Vor dem wievielten Pflichtspiel steht Basho für den HSV? Weißt du es selber? Nein, leider nicht. Ich denke, es geht in die Richtung 80, 82. Ich weiß es, aber ich verrate es noch nicht, weil dann wäre das Ganze ja langweilig. Vielleicht verrate ich es dir gleich hinter der Kamera. In jedem Fall. War es richtig? Geil. In jedem Fall, haut die Antwort in die Kommentare und dann, Basho, danke dir, dass du heute hier am Start warst und auf jeden Fall viel Erfolg für den Freitag. Dankeschön. Danke euch zu Hause auch, dass ihr am Start wart. Schaltet am Freitag auf allen möglichen Kanälen ein und dann lasst uns den Stadtderby-Sieg holen. Bis dahin nur der HSV.